Herr Bastuk, was steht auf Ihrem Messestand im Mittelpunkt? Ja, die MAWIF, glaube ich, ist für uns von besonderer Bedeutung, weil wir ja erst seit 2014 als Generalimporteur für Hitachi auch in Österreich verantwortlich zeichnen, in Deutschland bereits seit 15 Jahren. Insofern ist das für uns ja die erste MAWIF, wo wir uns als Kiesel der Dienstleister hier in Österreich präsentieren wollen. Das heißt, wir haben eine relativ große Produktpalette von Premium-Herstellern, die zu unserem Produktprogramm gehören. Natürlich Hitachi, natürlich Fuchs. Neu jetzt auch seit 2018 die Knickgelenk-Muldengeber von Bell und unser komplettes Dienstleistungs- und Anbaugeräteprogramm, um in unserer Branche Umschlag, Bau, Abbruch, Recycling, Holz, Industriebereich die entsprechenden Systemlösungen für unsere Kunden zu bieten. Wenn wir vielleicht eine Maschine ein bisschen in den Vordergrund drücken wollen, dann ist es vielleicht das Gerät, was im Demogelände auf dem Hügel steht. Das ist eine Neuentwicklung, die neu auch in Österreich ist. Es ist ein Hydraulikbagger der sehr populären 20-22-Tonnen-Klasse. Es ist ein Halbkurzheckbagger, der viele Vorteile bietet im Vergleich zu einem konventionellen oder zu einem ganz kurzen. Und wir sind davon überzeugt, dass diese Maschine besonders in Österreich aufgrund der Geografie ihren Weg machen wird. Welche Zielgruppe sprechen Sie mit diesem Produkt genauer an? Wenn wir jetzt über diesen Kurzheckbagger oder Halbkurzheckbagger reden, dann sehen wir die Zielgruppe in den besonderen Vorteilen dieses Gerätes, das ist im Abbruch. Die Maschine hat eine sehr hohe Standfestigkeit, hat eine besondere Auslegerkinematik, aber auch natürlich in den Bergen aufgrund seiner enormen Steig- und Schwenkleistung. Andere Frage, ist die MAWIF Show für Sie eine Verkaufsveranstaltung oder hat sie eher repräsentativen Charakter für Sie? Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich, jede Messe hat das Ziel, sich zu präsentieren, alte Kunden zu treffen, aber natürlich auch neue zu gewinnen, das ist klar. Also es ist Repräsentation, es ist das Übermitteln der Ideen, die wir haben, die wir versuchen in Österreich zu etablieren. Ja, und selbstverständlich wollen wir auch natürlich am liebsten gerne auch Maschinen verkaufen. Wie ist der erste Eindruck von der Messe? Der erste Eindruck ist gut. Also die Messe macht bis jetzt einen guten Eindruck. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber ich habe mitbekommen, unsere Heizung hier im Gebäude funktioniert sehr gut. Also alle sind eingeladen, wenn es draußen friert, kommen Sie zu uns, hier ist warm. Danke fürs Gespräch.